Moin Moin und hallo, willkommen zu Let's Play Dead Space Remake. Nach dem Mental Breakdown von gestern geht es hoffentlich heute vielleicht mal etwas erfolgreicher weiter und ja, Punkt. Mehr habe ich nicht zu sagen. Vorsicht, radioaktive Strahlung. Oh, ich höre was. Du wirst zerbombt! 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 War's das? Ich mag die Waffe echt gerne. Okay. Alles klar. Dann schauen wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Ach, ich finde die Gegner cool. Dass du die... Ach, noch einer von euch, oder was? Ach, guck mal, hier hätten wir sogar Explosionsdinger gehabt. Shit happens. Wir werden uns natürlich jetzt erstmal hier umschauen. Schießstand aktivieren. Wahrscheinlich muss ich das machen, damit die Schränke sich öffnen. Aber ich denke, dann werden Gegner kommen. Ich sage, das ist sehr, sehr sicher. Spricht auch dafür, dass wir so viele Impulsprojektile finden. Ja. Ich rieche es. Wir werden es natürlich trotzdem machen. Na, das steht ja außer Frage. Online. Vorsicht, Übung mit scharfer Munition. Außer Betrieb. Bitte Wartung kontaktieren.
Ja, das hat uns zwar jetzt einiges gekostet, aber wir haben auch einiges bekommen. Hat sich hier jetzt noch irgendwas gelöst? Nein. Dann gehen wir wieder. Einfach nur zur Sicherheit. Oh Gott, was ist denn hier los? What the fuck? War das jetzt dumm? Aber es war auch ein bisschen lustig. Also mit Nicole stimmt auf jeden Fall auch was nicht. Das ist, glaube ich, klar. Isaac, hörst du das? Das ist Sam. Da auf dem Ricklink. Habe ich ihn lebendig eingeschlossen? Jen ist tot. Das weißt du. Ich kenne doch meinen verdammten Corporate. Jen, komm rein.
Nice. Lohnt sich immer wieder die Augen offen zu halten. Hä? Wir gehen weiter. So, hier werden Gegner kommen. 100%. Das ist ein riesiger Raum. Natürlich sind hier Gegner. So, da sollen wir hin. What the fuck ist denn hier passiert, ey? Ich finde, das haben wir gut gelöst. Ruhig geblieben, keine Fehler gemacht. Thank you.
Sehr gut. Laut Munitionsliste gab es auf der Vella nicht nur eine Atombombe. Sie waren für einen Krieg ausgerüstet. Es war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Wir waren alle schon tot, seitdem wir hier ankamen. Ärgerlich. Oh. Ja, hoppala. Das habe ich, ja. Das habe ich nicht gesehen. Erstmal strecken. Ja. Blöd gelaufen. Das hätten wir besser lösen können. Definitiv. Indem wir zum Beispiel nicht verbrennen. So, das war jetzt für den Loot. So. Unbekannte biologische Gefährdung. Anregung eingeleitet. Noch eine Fehlfunktion. Die halbe Ishimura ist hin. Jemand muss die Tür öffnen. Ja. Dieses Ding nicht hier. Bring me into Carrion. Chen.
viel dazu. Hammond ist tot. Weil er dumm ist. Überlast im elektrischen Hauptnetz. Warnung, kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz. Aua. Läuft doch. Ich kann gerade gar nicht mehr sagen, ja okay, doch, hier waren wir schon, okay.
Alles voller Blut. Hallo. Nein, endlich mal wieder ein Store. Wir haben ja einiges gefunden. So. Ah, das gibt Kohle. Das gibt fett Money. Aber schon wieder bei 45.000, ne? Nachdem wir für 40.000 oder so den Anzug gekauft haben. Not bad at all. Nur einmal kurz, mal schauen. Wir sind von der Munition her wieder echt scheiße aufgestellt. Aber ich sehe gerade, wir können für viele der Waffen, die wir haben, ja, können wir gar keine Munition kaufen, zum Beispiel für die Laserkanone. Da fehlt uns leider das Schema. Kaufen wir dann Upgrades? Kaufen wir einen Knoten? Ich würde sagen, wir können ruhig einen Knoten kaufen. Und munitionsmäßig lassen wir es jetzt erstmal, wie es ist. Wir sparen uns die Kohle erstmal, schauen erstmal, wie wir jetzt zurechtkommen. Gehen wir jetzt erstmal in die andere Richtung? Ja, ne? Müssen wir. Ist hier aber auch nicht zu holen. Aber wir haben einen Rig gefunden. Das bedeutet eine Nebenmission mehr, die wir gerade erledigt haben. Da kann man doch mal klatschen. Was haben wir jetzt eigentlich überhaupt noch an Nebenmissionen offen? Untersuche Mercers Quartier können wir nicht machen. Finde den Bericht auf der Brücke, das werden wir jetzt machen. Finde den Rig von ihm im Maschinenraum. Ja, das können wir tatsächlich noch machen, ja. Also wir haben die Möglichkeiten, das jetzt zu machen. Blöd gelaufen. Ja, nachdem wir die Sicherheitsfreigabe Stufe 3 hatten, war uns das möglich. Wir haben ja schon mal versucht, das zu kriegen. Aber da hat es nicht funktioniert, weil wir die Sicherheitsfreigabe nicht hatten. Damals hatte ich mich ja noch gewundert, warum guckst du nicht auf die Karte? Jetzt ein bisschen nervig, weil es werden sicherlich jetzt wieder Gegner auftauchen. Aber passt schon.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal einen ordentlichen Weg machen, aber darauf scheiße ich. Ja, eine Monorailfahrt, die ist schön. Nächster Halt, Abbausektor Maschinenraum. Station bei Abfahrt prüfen. Hä? Ach so, andere Seite raus. Hab mich jetzt kurz gewundert. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Das ist realistisch, dass zwischendurch hier noch Viecher auftauchen. Nur weil wir hier schon mal waren, heißt das ja nicht, dass hier nie wieder Viecher auftauchen können. Das ist natürlich ein weiter Weg, den wir machen, nur um eine gammelige Nebenaufgabe zu erledigen. Aber... jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Wir haben uns dazu entschieden. Wir ziehen es durch. Diese Kackviecher! Mann! Diese verschissenen kleinen Hurenviecher! Das war so klar, ne? Als wenn das Spiel riechen würde. Ah, der kleine Wichser kommt nochmal zurück, schickt ihm alles auf den Leib. Ja, geil. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder ganz am Anfang. Ach, leck mich doch am Arsch. Das hat nicht zwischengespeichert. Ist mir egal, wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Nächstes Mal weiß ich Bescheid, dann werde ich noch mal kurz zwischenspeichern. Also, ja, jetzt sind wir wieder. Wollte mich verarschen. Egal, nochmal. Dabei sein ist alles. Nein, danke.
Wir sind auch gerade noch falsch gelaufen, ey. Glückwunsch. Bestätigt. Logbuch des Maschinenraums. Leitende technische Fachkraft Ariel Rousseau. Die Zentrifugenwartung ist... Was wollte ich sagen? Ich habe nicht mehr richtig geschlafen, seit Sie den Marker an Bord gebracht haben. Ich bin ein bisschen... Das Einzige, woran ich mich genau erinnere, ist die Triebwerksinspektion. Ich ging in die Triebwerkskammer und anstelle des Haupttriebwerks war dort ein Herz. Ein Herz, so groß wie der Raum, das einfach nur pumpte und pumpte. Dann sagte Henderson irgendetwas und als ich mich umdrehte, war es wieder eine Maschine. Aber ich kann immer noch das Pumpen in der Ferne hören. Fast friedlich. Vielleicht kann ich dann besser schlafen, wenn ich nah genug rankomme. Vielleicht gehe ich direkt rein. Dort ist es warm und dunkel. Ja, das ergibt Sinn. Okay. Na klar. So, wir haben die Aufgabe erledigt. Es gab noch nicht mal eine Trophäe dafür. Jetzt den ganzen langen Weg zurück. Ich weiß, dass mich da Gegner erwarten werden. Weil wir an Gegnern vorbeigelaufen sind. Aber wenigstens haben wir den Job diesmal zu Ende gebracht. Vermeintlich. Wir speichern das natürlich trotzdem ab, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt irgendwo sterbe, dann zählt das nicht als erledigt. So, hier waren, glaube ich, Gegner hinter. Hinter der Tür.
Meine Fresse! Alles für dieses scheiß Rig. Nichts wie weg hier, ey. Ein großes Medikit kostet so viel Kohle. Lecko funny. Kaufen uns ein mittleres. Ausweider, auch ein schönes Kompliment. So, wir sind wieder an der Monorail. Station nicht erreichbar. Bitte wählen Sie ein anderes Ziel. Ja, ist ja gut. So, Entschuldigung, ich musste kurz was lesen. Ich bin nicht eingeschlafen. Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, die wir in diesem Part verbracht haben, nämlich schon wieder über eine Dreiviertelstunde, ist das hier, denke ich mal, aber jetzt auch ein guter Punkt, um erstmal aufzuhören. Ja, der letzte Teil war eher unspektakulär, weil wir zweimal einen ewig langen Weg hinter uns bringen mussten, um ein dämliches Rig zu bergen. Das haben wir dann aber glücklicherweise geschafft. Beim ersten Mal hätte ich gar nicht sterben müssen, weil das noch nicht mal der korrekte Weg war, den wir eingeschlagen sind. Aber nun ja, wir haben es trotzdem erledigt und haben nicht zurückgezogen. Ich hätte ja auch sagen können, easy way out, ich mache es einfach nicht, aber nein. Ich werde das Spiel zwar nicht auf Platin spielen, aber die Sachen, die ich innerhalb eines Spieldurchgangs erledigen kann, möchte ich halt nach Möglichkeit erledigen. Also so, get the most out of it, quasi, ne? So habe ich das bei Hogwarts Legacy zum Beispiel auch gehandhabt. Naja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!